Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem High Security Park. Wir befinden uns hier in unserem neuen Gehege, nämlich das für den Spinoraptor. Und ich habe ja beim letzten Mal gefragt, wie wir oder wie viele wir denn von den Spinoraptoren machen sollen, ob wir es bei einem belassen sollen oder ob wir mehrere davon in unser Gehege packen. Und die meisten von euch haben geschrieben, wir sollen 3 Stück machen, mit der Begründung, da ja dann die Forscher sozusagen das Jagdverhalten dieser besser erforschen können. Finde ich eine sehr coole Sache. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Argument, was ich durchgehen lasse. Und deswegen werden wir jetzt hier gleich noch 2 weitere machen. Was den Namen angeht, habt ihr, glaube ich, gar nichts geschrieben. Habe ich zumindest so jetzt gar nicht gesehen. Aber ich muss hier sowieso noch ein paar Namensänderungen vornehmen. Den hier mussten wir beim letzten Mal leider neu ausbrüten. Deswegen müssen wir den hier nochmal umbenennen. Ich weiß gar nicht, habe ich den benannt? Testkreuzung 002, das passt soweit. Testobjekt, Testobjekt. Testobjekt, Testobjekt. Sehr gut. Delta Blue, Charlie Echo. Dann haben wir hier Testobjekt 05, ne? Testobjekt 005. Testkreuzung 003 müsste das dann sein, ne? Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal alles benannt. Ich brüte jetzt aber erstmal die 9 oder die 2 Kumpanen von dem Spinoraptor aus. So, wo haben wir ihn denn? Hier ist er. Wir werden das von den Werten her genauso lassen, aber wir nehmen andere Skins. Ich meine, wenn die dann farblich unterschiedlich aussehen, ist ja gar nicht schlecht. Dann sieht das auch so aus, als wenn an den bestimmten Dinosauriern noch so ein bisschen rumgespielt wurde. Von dem Modifizierung her. Und das haben wir ja natürlich auch in dem Sinne. Okay, das wird jetzt natürlich erstmal wieder mega lange dauern, weil einfach so viele Modifikationen da drauf sind. Aber ich muss auch sagen, dass mir aufgefallen ist, dass dieses Gehege einfach viel zu sehr bepflanzt ist. Also das ist viel zu krass. Und ich glaube, das haben auch die ein oder anderen in die Kommentare geschrieben. Zumindest einer hat es, glaube ich, geschrieben. Und ich muss jetzt so im Endeffekt, im Nachhinein betrachtet, dem auf jeden Fall recht geben. Ich finde auch, dass es zu viel ist. Ich habe mich hier, habe es ein bisschen zu gut gemeint. Ich muss es ein bisschen, ja, taktischer und besser hier bewalden und begraben. Ich mache hier um den Felsen so ein bisschen rum. Kann hier auch ruhig noch ein bisschen Felsen sein. Das ist gar nicht so verkehrt. Hier vorne können wir das. Das geht eigentlich aber auch klar. Vielleicht könnten wir hier vorne nochmal den Weg so ein bisschen so bemalen, dass es so aussieht, als wenn hier auch wirklich mal ein Jeep reinfährt. Ein bisschen mit dem Erde-Dings. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man dieses Entferntool nur in so groß hat. Das ist echt ein bisschen nervig. Muss ich sagen. Aber gut. Werden es überleben. Okay, an der Stelle finde ich es gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, machen wir ja hier nochmal ein bisschen was hin. Vorne war eigentlich ganz cool, dass das da ein bisschen erdiger wird. Ich will aber halt auch nicht, dass Bäume verloren gehen. Von den Bäumen her reicht mir das eigentlich. Ja, hier könnten wir noch ein bisschen was reinmachen ins Wasser und dann passt das soweit eigentlich. So, das sieht doch super aus. Gefällt mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Hier vorne könnte man das auch nochmal machen, aber ich finde hier tatsächlich, dass es sehr, sehr cool aussieht vom Wald her. Und ich habe richtig Angst, wenn ich jetzt... Ich würde gerne hier noch so ein bisschen was wegmachen, aber ich habe Angst, wenn ich hier was wegmache. Also ihr seht ja, wie groß das Tool ist, dass dann Bäume verschwinden. Ich denke mal, so reicht das schon. Ist jetzt nur eine minimale Änderung, aber gefällt mir jetzt ein bisschen besser. Das war vorher echt sehr übertrieben. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Okay, die brauchen noch einen Moment. Ich würde sagen, den Moment warten wir mal eben ab. Und für euch ging dieser Moment natürlich jetzt auch ruckzuck vorbei. Ich musste ein bisschen warten. Wir haben aber wieder das Problem, dass hier unser Stegoceratops natürlich hier noch im Gehege ist. Und ich deshalb... Oh Gott, ich habe auch eine Sache gar nicht überprüft. Wartet mal. Mal ganz kurz hier zum Spinoraptor gehen. Wie ist denn die soziale Gruppe von dem überhaupt? Über Info wahrscheinlich, ne? Soziale Gruppe 2 bis 4. Okay, das ist ja perfekt. Also brauchen wir sowieso 2, damit die glücklich sind. Dann macht das ja natürlich auch Sinn. Ja, wäre gut, wenn er hier reingehen würde, damit ich hier das Tor zumachen könnte. Aber er hat erst gefressen. Das heißt, das wird er wahrscheinlich erstmal nicht tun. Wir machen jetzt was Riskantes, Leute. Wir fliegen jetzt mit dem Helikopter dahin. Wir lassen gleich ganz schnell den ersten Spinoraptor frei und dann betäuben wir den direkt. Also wir werden uns jetzt nicht groß die Animation angucken, die haben wir schon beim letzten Mal angeguckt.
Wir müssen uns jetzt echt ranhalten und beeilen. Der Helikopter darf auch nicht wegfliegen. Und go. Wir gehen jetzt in den Helikopter. Holen die Knarre raus. Und betäuben ihn direkt. Bevor er jetzt hier unseren Stegoceratops angreift. Okay, das klappt ja super. Und da liegt da. Perfekt. Ich würde mir natürlich gerne das angucken und den Skin angucken, aber das können wir auch gleich machen, wenn sie betäubt sind. Kommt der zweite. Ja, das ist, glaube ich, Alpin. Auf jeden Fall relativ... Oh nein, der Heli. Oh nein. Nein, 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 nein. Da war ich zu lange. Runter, runter, runter. Oh, 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 oh. Okay, sie kämpfen erstmal, glaube ich, noch nicht. Du bist im Weg, Stego. Danke. Ich bin zweimal getroffen. Ich glaube, einen dritten Treffer brauchen wir trotzdem noch. Nein, habe ich nicht geschafft. Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Und da sackt er zusammen. Okay, das hat wunderbar funktioniert, Leute. Perfekt. Jetzt können wir uns mal eben die Skins angucken. Auch wenn sie jetzt gerade sich nicht bewegen. Ja, der sieht doch nett aus. Was ist denn hier mit dem Arm passiert? Was ist mit dem Körper und dem Arm? Sieht das strange aus. Okay, wo ist der andere? Der liegt hier vorne. Oder sogar die Augen zu. Ja gut, bringen wir die mal rüber. Wobei, bevor wir die rüberbringen, aber es dauert ja einen Moment, können wir die auch noch umbenennen gleich. So, Nummer 1. Hier hinein. Und Nummer 2 auch. Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Test. Kreuzung 004 müsste das sein, ne? Ich glaube schon. Oh Gott. Nein, ich habe ihn nicht mehr hinbekommen. Okay. War zu langsam. Den einen müssen wir gleich dann noch umbenennen. Ich hoffe, 004 war richtig, aber eigentlich... Jo. Testkreuzung 004 müsste hinkommen. Wir werden jetzt erstmal schön geschmeidig rübergeflogen hier. Dann können wir den umbenennen. Dann haben wir unsere Spinoraptoren auf jeden Fall auch schon fertig. Was mich hier am meisten momentan noch stört in dem Park, ist der Eingangsbereich. Also mit dem bin ich absolut noch nicht so zufrieden. Aber ansonsten sieht das schon sehr, sehr cool hier aus, wenn ich mir das so von oben angucke. Mal gucken, wie sie sich verstehen. Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht könnten wir auch gleich mal was freilassen, was sie dann jagen können gemeinsam. Das wäre ja auch mal interessant, ne? Könnten wir eigentlich gleich echt mal machen. Wir schauen uns jetzt erstmal das hier an. Das finde ich ja mal super interessant. Gehen wir hier in diesen Modus. Zack. Er beobachtet sie, schnappt zu und dann gönnt er sich ein. Sehr, sehr schön. Der Spinoraptor ist schon nice. Und sogar noch der zweite dazu, wie cool. Jetzt sind beide hier am Angeln. Ach, sehr cool. Feiere ich richtig. Ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal ein bisschen weiter. Als nächstes werde ich, glaube ich, hier oben weitermachen. Hier so in dem Bereich. Dass wir hier nochmal einen Durchgang machen. Auch nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. So, also schon gar nicht schlecht. Sollten wir hier vielleicht mal wieder 3 breit gehen? Ich glaube schon. Und dann könnte es hier eigentlich schon in den nächsten Bereich gehen. Der würde dann hier hinkommen. Wir müssen jetzt halt planen, was wir hier hinbauen. Also es macht... Wir müssen den Indominus Rex noch unterbringen, den Indoraptor und den T-Rex. Der Indominus Rex wird auf jeden Fall mehr Platz brauchen. Wir könnten vielleicht überlegen, den Indoraptor hier in diese Ecke zu machen. Und dann vielleicht ganz hier hinten in der Ecke den Indominus Rex und hier vorne nochmal den T-Rex zu packen. Das wäre eine Möglichkeit. Wird natürlich sehr, sehr knapp, weil ich würde gerne auch nochmal so ein weiteres Entwicklungslabor hier machen. So, ich habe die Fläche jetzt erstmal soweit von Bäumen und Bergen befreit. Und jetzt können wir hier weiterbauen. Ich überlege gerade, ob wir es noch hinbekommen würden, hier das T-Rex-Gehege in dieser Ecke so ein bisschen länglich zu bauen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Aber das wäre platztechnisch halt relativ schwierig. Aber von der Größe her muss das ja nicht viel größer sein als hier. Und da müssen wir halt gucken.
Aber es ist halt hier wirklich schon sehr, sehr kritisch. Also man könnte natürlich hier direkt rangehen mit dem Gehege. Könnte sogar... Nee, ich glaube, so wäre schon ganz gut. Und das hier als Ecke nehmen. Wir müssen halt immer berechnen, das muss ein Doppelzaun werden von der Breite her. Wir dürfen jetzt hier auch nicht so schief bauen. Ist das schon zu viel? Ich weiß nicht. Ich will halt das auch nicht zu klein machen, aber ich darf es auch nicht zu groß machen, weil wir einfach noch Platz brauchen. Mach mal jetzt einfach diese Richtung noch zwei Stücke. So und so. Und dann haben wir hier nochmal Zwischenverbindung. Das können wir auch einfach mal viereckig bauen. Weil so richtig viereckig haben wir bis jetzt kaum was gebaut. Dann ist das, glaube ich, schon okay. Aber das wäre gar nicht so schlecht, ne? Dann würde hier der Rexy reinkommen. Ist vielleicht ein bisschen sehr klein, da müssen wir mal schauen dann. Hier hinten könnten wir vielleicht noch das Tor irgendwie unterbringen. Vielleicht mit einer Schrägen hier hin und dann das Tor. Wäre gar nicht schlecht. Dann hier der Indominus und der Indoraptor. Und hier hinten können wir nochmal vielleicht ein paar Gebäude oder sowas machen. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich glaube, wenn wir hier eine Schräge einbauen, das wäre echt ziemlich nice. Das können wir auch so ein bisschen nach Gefühl jetzt machen. Das muss jetzt hier nicht ganz perfekt im Winkel sein. Weil es schon nicht schlecht wäre, ne? Und das hier im rechten Winkel machen. Und dann machen wir das mal eben. 1, 2. Meint ihr, die Schräge reicht? Ich mache mal hier bis zu dem Strich. 3,5. Und 3,5. Jetzt haben wir es gleichmäßig. Können wir hier die Schräge setzen. Dann können wir das so machen, dass wir hier keinen Zwischenpfeiler mehr haben. Und hier wäre gut, wenn wir das ungefähr mittig setzen. Weil gerade bei einem Doppelzaun ist das wichtig, wo die Stützpfeiler dann am Ende sind. So, das wäre dann die Rexy-Gehegeform. Und hier könnten wir dann wirklich überlegen, das Tor hinzumachen. Könnte eigentlich klappen. Problem ist halt jetzt echt nur, man müsste ja für das Gehege eigentlich nochmal so aus jeder Ecke rausgehen. So, da haben wir den Zwischenpunkt. Und dann seht ihr schon, wie viel Platz hier noch verloren geht. Wobei, das geht sogar noch, ne? Ich glaube, es wäre sogar ausreichend jetzt für so ein Forschungsgehege hier. Ich meine, wir haben ja eh nie so viel Wert darauf gelegt, dass unsere Tiere jetzt mega glücklich sind und mega viel Platz haben. Und daher wäre es dann auch nicht so schlimm, wenn die mal nicht so viel Platz haben. Was ist das denn jetzt hier? Ich kann das hier auch gar nicht entfernen. Lol, der Zaun ist hier voll verbuggt. Seht ihr das auch vom Muster hier? Das ist ja witzig, das hatte ich ja noch nie. Auch nicht schlecht. So, haben wir das Stück schon mal. Dann müssen wir das gleiche Spielchen natürlich machen. Da wird es wieder ein bisschen schwierig. Ich mache mal kurz hier eine... Ich mache nochmal eben das Stück hier weg. Dann haben wir nämlich hier Einrasspunkte. Und jetzt haben wir hier nämlich einen gleichmäßigen Punkt dann. So, von dem hier soll es natürlich abgehen. Genau das gleiche Spiel mache ich hier. Also wenn man hier so einen Pfeiler in der Mitte haben möchte, genau in der gleichen Länge, macht man einmal so. Nämlich die gleichen Winkel. Und dann muss man eigentlich hier nochmal... Nur einmal hier zwischen gehen. Macht hier die Verbindung. Kann hier rechts entfernen. Links entfernen. Und dann passt das soweit. So, das ist doch schon super. Nehmen wir dann natürlich die Schräge. Da müssen wir gleich gucken. Da kommt nämlich das Tor natürlich rein. Aber ich muss auch einmal hier vorher nochmal das Ding ziehen, dass es gleichmäßig ist. So. Und jetzt haben wir hier die Schräge. Hier kommt jetzt das Tor rein. Eigentlich müsste eher aufs Innere das Tor, oder? Oder Äußere. Wir können auch wieder nach außen gehen. Das wäre halt auch wieder interessanter. Ah, ich glaube, das mache ich sogar. Gehen wir mal hier ein Stückchen noch nach außen. So, gucken wir mal, dass wir hier das Tor reinbekommen. Ich glaube, das platziere ich auch so ein bisschen weiter so, damit wir später keine Probleme kriegen, weil da zu wenig Platz ist. Da ja das die Parkbegrenzung ist. Ansonsten könnten wir sogar noch überlegen, ob wir hier nicht noch eine Beobachtungsgalerie in den Zaun quetschen. Das könnte eigentlich auch funktionieren, ne? Wo sind denn hier die Punkte? Da wäre der Punkt. Es würde vom Platz her echt hinkommen. Können wir mal ausprobieren. Wenn wir hier auf den inneren Zaun gehen, sollte das auf jeden Fall passen.
Genau. Oh, das ist eine gute Idee, glaube ich. Da sparen wir uns nochmal viel Platz und nutzen auch den Platz hier in der Ecke. Weil der T-Rex muss natürlich auch erforscht werden. Hier könnten wir auch eigentlich einfach das Stück mit einer Geraden verbinden dann später. Einfach so. Dann haben wir da auch Doppelzaun. Wir werden den Zaun gleich natürlich noch umfärben. Definitiv. Ah, hier kann ich gar nicht so schräg hier weggehen. Das ist natürlich doof. Müssen wir uns gleich was überlegen. Ich färbe den mal eben um, während das Gebäude gebaut wird. Überleg auch einfach mal hier so einen Zaun zu machen. Ist ja nur ein normaler Dinosaurier, kein Hybrid. Hätte ich beim Spino eigentlich auch was machen können, aber das lassen wir jetzt so. Ich meine, der Rexy ist eigentlich genauso gefährlich, würde ich sagen, ungefähr wie der Spinosaurus. Aber ich glaube, hier lasse ich echt mal diesen Zaun so ein bisschen gemischt. Das finde ich gar nicht schlecht. So, hier haben wir die Ecke dann so geregelt. Hier kann ich das, glaube ich, nicht, weil ich einfach. Ja, ich kann hier halt nicht so abbauen. Im Winkel her. Ach, wie doof. Ach, so geht wieder. Okay, das ist interessant. Vielleicht können wir nicht mal so weit, wie es geht. So ungefähr. Und so. Und so dann. Dann kommt das, glaube ich, ungefähr hin. Ja, perfekt. So können wir es, glaube ich, lassen. Sieht das Ganze dann von oben aus. Ist dann mal so ein bisschen eckiger, das Gehege. Ist das hier schief? Ach, keine Ahnung, ob das schief ist jetzt oder nicht. Ist mir jetzt aber auch relativ egal. Also so sieht es relativ gerade aus. Und, ach, das passt schon. Ich glaube, das sieht nur schief aus, weil das hier rechts so. Wenn ich in dieser Sicht gucke, sieht es immer schief aus. Wir lassen das einfach so, Leute, weil so fällt es jetzt an sich nicht auf. Und wenn es dann nicht ganz gerade ist, ist auch nicht so schlimm. Hier machen wir dann logischerweise später den Wegverlauf lang. Wir dann hier hinten hinkommen. Vielleicht können wir auch hier nochmal ein Umspannwerk oder so hinkriegen. Wäre an sich auch nicht verkehrt, wobei wir haben hier vorne schon eins, ne? Ich weiß nicht, ob das dann wirklich Sinn macht. Ich glaube, dann können wir das auch weglassen. Okay, Leute, ich glaube, ich mache das doch nochmal ein bisschen anders. Ich mache einfach hier die Wegverbindung rein. Kann auch einfach mal so ein kleines Stück Weg einfach machen, ne? Ist auch gar nicht so schlecht. Wie kriegen wir dann hier wahrscheinlich. Genau, hier kriegen wir jetzt Probleme. Lass mal ganz kurz hier noch irgendwie ein Zwischenstück setzen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ungefähr. So. Jetzt sollten wir das hier entfernen können. Und ich hoffe, jetzt passt das mit dem Weg. Oh, perfekt. Genauso wollte ich es haben. Sehr gut. Und dann bis hier vorne an den Rand. Sehr schön. Hier könnten wir dann auch nochmal überlegen, ob wir den Zaun nochmal bis hier vorne führen. Und dann haben wir hier ein Ding. Vielleicht können wir dann da später auch noch ein paar Bäume hinmachen. So. Hier vorne könnte sogar vielleicht mal ein Felsen hin. Ich bin am Überlegen, ob wir hier nicht noch ein Stück. Zumindest bis hier vorne. Hier. Dann auch diesen Zaun machen. Einfach damit das optisch gleichmäßig aussieht. Wir könnten auch das hier komplett dicht machen. Man das gar nicht sieht. So. Finde ich, glaube ich, nicht schlecht. Könnten wir es auch einfach durchgehend machen, das Stück. Ich mache es auch bewusst jetzt nicht aus Elektro, weil das ja kein Zaun ist, der Dinos abhält. Dann mache ich das Ganze so. Okay, wir könnten auch die Ecke hier schräg abschrägen. Fällt mir gerade mal auf. Aber nee, dann geht so ein bisschen die Optik verloren, die ich gerne. Also diese Optik würde dann kaputt gehen von diesem Konstrukt hier. Und das möchte ich nicht. Ist hier gerade einer ausgebrochen? Nee. Es hat sich so angehört, als wenn hier ein Dinosaurier gegen den Zaun kloppt. Ich dachte jetzt gerade schon. Was ich hier hinten gerne noch unterbringen würde, das wäre auch cool hier, so ein Forschungsgebäude nochmal. Können wir so machen. Und dann können wir später mit dem Weg hier so ein bisschen entlang arbeiten. Ja, so nah ran kann man gar nicht an das Gebäude, sehe ich gerade. So ungefähr mache ich das dann später, denke ich mal. Also diesen Weg hier werde ich später auch vielleicht noch ein bisschen anders abgehen lassen. Hier beim Tor machen wir natürlich wieder
Ah, nur bis hier vorne, das geht ja leider nicht anders. Bin ich immer noch sehr traurig, dass man Wege nicht direkt an Tore heranführen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr schade. Aber gut. Da gibt es echt Schlimmeres. Da wollen wir uns jetzt ja auch nicht zu sehr beklagen. So, das würde eigentlich schon so reichen. Hat man da den Weg ans Tor? So richtig perfekt gefällt mir das hier noch nicht. Aber mir fällt gerade noch mal was ein. Wir müssen ja hier auch noch die Erweiterung machen. Upgrade-Plätze. Schauen wir mal, wie die aussehen. Und da fällt mir gerade mal ein, ihr hattet auch noch in die Kommentare geschrieben unter einem anderen Video, dass ich die ja vergessen hatte bei so ein paar Gebäuden. Das muss ich jetzt auch gleich unbedingt noch machen. Weil die tragen ja auch noch mal zur Optik so ein bisschen bei. So, genau. In diesem Konstrukt war das sogar, wo die coolen Forschungsgebäude sind. Dann holen wir das mal eben nach. Schauen wir mal, wie die Dinger hier aussehen. Forschungstempo haben wir hier. Das sind genau die gleichen, ne? Irgendwie finde ich Forschungstempo cooler. Ich mache das einfach dreimal hier rein. Wird hier wahrscheinlich identisch sein, oder? Nochmal, Extraktionstempo. Inventarplatz. Oh ne, Inventarplatz sieht nice aus. So, machen wir das doch so. Ich glaube, ich mache den linken anders. Der hier, glaube ich, ne? Ja, den machen wir so. Da so ein bisschen Variation drin. Jetzt sehen die Gebäude auf jeden Fall schon ein bisschen cooler aus. Also das macht schon ein bisschen was aus. Das ist nicht schlecht. Vielleicht können wir hier hinter auch noch... Who is it? Warum? Nahrung, Bruder, du hast Nahrung. Ich glaube, der ist verbuggt, oder? Am Verhungern. Ja, diese kleinen Gehege, die scheinen ab und zu echt ein bisschen Trouble zu machen. Ich würde sagen, ich betäube den mal eben und setze ihn nochmal neu in das Gehege. Dann klappt das hoffentlich wieder. Während ich hier gerade das Problem mit dem Diplodocus da löse, will ich auf jeden Fall schon mal den Dinosaurier für unser nächstes freies Gehege hier ausbrüten. Und das wird, denke ich mal, beziehungsweise das wird der Tyrannosaurus sein. Das habe ich ja schon von vornherein eigentlich geplant. Und auch hier werde ich natürlich nicht viel modifizieren. Ich habe die allgemein, glaube ich, gar nicht modifiziert, ne? Nämlich auch einfach mal so ein Standardding. Dann passt das, glaube ich. Und ich möchte auf jeden Fall noch in dieser Folge mal so ein paar Kampfobjekte freilassen für unsere Spinoraptoren. Was machen wir denn da mal? Hier so ein Nasutoceratops würde ich gerne sehen. Der ist ja auch nicht stark. Die müssen ja auch nicht stark sein. Und vielleicht können wir noch mal... Was nehmen wir denn dann noch? Oh, das würde ich ja auch mal gerne sehen. Wie da die Kill-Animation aussieht. Wir lassen mal drei Dinosaurier frei in das Gehege. Können wir mal so ein bisschen Action diese Folge machen. Und ansonsten... Ah, so ein Stegimoloch. Ne, der kommt schon relativ nah an das andere ran, ne? Wir machen mal einen Centaurosaurus. Das wären sozusagen unsere drei Versuchsobjekte. Versuchskaninchen. Ich hoffe, der frisst jetzt hier. Ich baue jetzt hier da hinten nochmal so ein Stückchen Zaun hin, glaube ich. Ungefähr von der Mitte des Gebäudes aus. So, bis zur Ecke hier vorne. Und dann hier vorne bis zur Ecke. Da mache ich, glaube ich, nochmal... Ah, ne, das machen wir anders. Moment. Machen so. Dann müssen wir hier nochmal ein Zwischenstück eben reinbekommen. Ja, es ist leider nicht ganz gerade, das Zwischenstück. Immer so eine Sache, ne? Jetzt muss ich hier wieder bis zur Mitte gehen. Also, dass es hier keinen Rückgängig gibt, ist halt immer so viel mehr Arbeit. Wenn da mal irgendwas falsch ist, dann ist halt immer doof. So, jetzt passt es. Okay. Und dann würde ich sozusagen bis hier vorne gehen. Ich denke mal, ich mache das hier nur bis zum Landeplatz. Und dann versuche ich nochmal hier ein Stück Weg lang zu führen. Oh, hier geht das sogar recht nah ran. Das ist cool. Ich mache hier noch so ein Stück schräg. Und dann hier zurück. Und dann hat man nochmal so einen Weg zum Helikopter. Ist ja an sich auch nicht schlecht. Ja, hier wäre cool, wenn wir nochmal in diese Richtung ein Stückchen gehen. Muss ich, glaube ich, das Ding nochmal entfernen. Jetzt kann ich hier, glaube ich, nochmal einen Zwischenpfeiler setzen, der ein bisschen näher ran ist. Und so sieht das Ganze dann aus.
Das ist doch schon mal nicht schlecht. Machen wir auch hier nochmal so diese Schräge zurück. Jetzt wäre cool, wenn wir nochmal so ein kleines Zwischenstück reinkriegen. Das wird schwierig. Könnte natürlich auch so hier zurückgehen. Das ist auch nicht schlecht. Wenn wir so machen, sieht das da auch mal ein bisschen anders aus. Okay, das ist ganz cool. Hier hinter wird dann ein Wald kommen. Viel mehr werden wir da nicht hinterkriegen. Zumindest so gut wie es geht. So, und dann haben wir hier nochmal unseren kleinen Helikopterbereich. Finde ich gar nicht so schlecht. In dieser Folge werden wir leider den T-Rex nicht mehr freilassen können, denke ich. Das wird sonst zu lang. Weil ich möchte jetzt nochmal mit euch gemeinsam hier unsere drei, den Nasutoceratops, den Homalocephale und den Centaurosaurus in das Spinosaurus-Gehege, nee, nicht Spinosaurus, Spinoraptor-Gehege setzen und mal schauen, wieso das Jagdverhalten ist. Testbeute Nummer 1 landet jetzt und der Spinoraptor guckt schon ganz interessiert. Ein winziger Homalocephale. Ich habe noch nie gesehen, wie der gegen andere Dinosaurier kämpft. Ich weiß auch gar nicht, ob die kämpfen können. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Er versteckt sich hier auf jeden Fall erstmal schön im hohen Gras. Oh Gott, ich glaube, der Spinoraptor hat jetzt hier die Fährte aufgenommen und... Oh, der Arme. Das war ja voll brutal. Oh mein Gott, das wäre eine richtig fiese Kill-Animation. Oh mein Gott. Okay, wir haben Monster erschaffen, Leute. Sie haben dieses wundervolle kleine Wesen gerade komplett zerrissen gefühlt. Oh mein Gott. Das war ja richtig krass. Und Testbeute Nummer 2 landet jetzt hier. Der Centaurosaurus. Bin ich jetzt ja auch mal gespannt, wie lange der es hier durchhält. Testbeute Nummer 2 wollen die Spinoraptoren einfach nicht angreifen. Also sie scheuchen ihn so ein bisschen durch das Gehege hier, aber so richtig attackieren machen sie bei ihm nicht. Weiß nicht, ob er zu groß... Was war das denn jetzt? Ob er zu groß ist oder... Warum sie ihn hier nicht angreifen, das verstehe ich halt nicht. Ich dachte eigentlich, dass es geht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich beobachte es jetzt schon wirklich 15 Minuten oder so. Und hier passiert einfach nichts. Also das ist ganz, ganz komisch. Also ich denke mal, ich bringe den jetzt einfach rüber zum Spinosaurus, soll der sich darum kümmern. Und wir probieren es mal mit Testbeute Nummer 3 aus. Ja, jetzt hast du deine Chance nicht ergriffen, mein Freund. Da geht die Beute davon. Da guckt er noch ganz traurig, aber... Ja, keine Ahnung. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, warum die Spinoraptoren den Centaurosaurus nicht angreifen können. Beziehungsweise, ob sie das einfach nicht machen, weil er zu groß ist oder so. Kann natürlich sein. Also weiß ich halt nicht sicher. So, wie sieht es jetzt hier aus? Jo, Testbeute Nummer 3 ist betäubt. Probieren wir ihn nochmal aus. Um Testbeute Nummer 2, den Centauro, darf sich jetzt der Spinosaurus hier kümmern. Der brüllt hier schon wieder ordentlich rum. Ja, Leute, der Centaurosaurus lässt sich irgendwie von nichts schocken. Also er wird auch irgendwie von dem Spinosaurus hier nicht angegriffen. Ich verstehe das nicht. Also er scheucht ihn auch nur durchs Gehege. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen gewartet. Kann natürlich sein, dass das Gehege einfach zu klein ist oder so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also bei dem Spinosaurus und dem Centaur gibt es auf jeden Fall eine Kill-Animation. Also das sollte auf jeden Fall funktionieren. Aber ich verstehe gerade nicht, warum er den nicht angreift. Dinosaurierkämpfe und sowas sind auch auf Maximum. Also eigentlich sollte das funktionieren. Aber ich würde fast sagen, dass sich damit der Centaurosaurus ein Recht auf Leben verdient hat. Und ich den jetzt einfach verkaufen werde. Und den sich dann hoffentlich ein anderer Park kauft, der ihn bessere Verwendung dafür hat. Also keine Ahnung, woran das liegt. Oh, der Spinosaurus hat ihn gerade getötet, während er betäubt war. Wow, vorher hat er sich nicht getraut. Ja gut, aber wir werden natürlich hier das Ganze noch mit einem spannenden Kampf hoffentlich gegen Testbeute 003 beenden. Der Nasutoceratops hat ja auf jeden Fall beeindruckende Hörner da vorne, die er auch gegen den Spinoraptor einsetzen wird. Und genau das wird jetzt schon passieren. Also es ging jetzt hier ratzfatz oder ruckzuck. Und der Spinoraptor springt ihn hier direkt an. Also eigentlich sollte er hier kein Problem sein. Der Spinoraptor hat nämlich richtig, richtig gute Werte. Ist ja auch aus unserem High-Security-Park, also kein Wunder.
Also ihr seht das schon, ne? Die Krallen, die haben ihn jetzt schon ordentlich verletzt hier. Und er macht jetzt hier kurz einen Prozess. Da kippt er um. Und das war's für den Nasuto Ceratops. Also das ist wirklich krass jetzt gewesen. Der Spinoraptor ist wirklich eine Killermaschine. Und davon haben wir jetzt 3 in unserem High Security Park. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.